I want control, you want control. I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows and you gotta glow. Jo, Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein paar Tipps und Tricks für Fortnite, um schnell besser zu werden. Habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Falls ihr diese ganzen Videos feiert, die ich momentan mache, dann würde ich mich natürlich extremst ein Abo von euch freuen. Denn 70% der Leute, das ist so viel, Jungs, das ist halt so übertrieben viel, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Falls ihr dann die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann aktiviert gerne die Glocke, weil den zweiten Teil zu diesem Video wird es natürlich wie immer geben. Und bevor wir mit dem ersten Tipp starten, ganz kurz noch eine Mini-Mini-Eigenwerbung. Und zwar benutzt gerne meinen Creator-Code albi-youtube im Itemshop. Falls ihr noch keinen Creator gerade eingetragen habt, würde mich natürlich mega supporten. Euch kostet es nicht mehr, wenn ihr einen Skin kauft oder mal eine Picke kauft oder jetzt demnächst den neuen Battle Pass. Das würde mich mega supporten, falls ihr meinen Creator-Code dann nutzt. Denn dann bekomme ich noch eine kleine Spende von euch, ohne dass ihr was ausgibt. So, jetzt gehen wir mal auf das Videothema ein. Und zwar starten wir mit dem allerersten Tipp. Der allererste Tipp ist zunächst einmal, sich vor Augen zu führen, okay, wieso will ich überhaupt besser werden in Fortnite? Es gibt ja verschiedenste Gründe, weshalb man überhaupt besser in diesem Spiel werden will. Jetzt mal ganz kurz, ganz übertrieben. Stellt euch vor, ihr wollt zum World Cup, ihr wollt beim World Cup dabei sein, ihr wollt Cups gewinnen und Preisgelder bekommen, die ihr bis jetzt vielleicht noch nicht erreicht habt. Oder ihr wollt vielleicht einfach nur der Beste unter euren Freunden sein, ihr wollt vielleicht einfach den 2-1 gegen euren besten Freund gewinnen, der eigentlich die ganze Zeit siegt und ihr kommt nicht wirklich immer an die Wins ran, sondern werdet immer gedemütigt. Das müsst ihr euch zunächst einmal vor Augen führen, weil dann müsst ihr natürlich auch diesbezüglich auch spezifische Sachen trainieren. Je nachdem, ich meine, wenn ihr zum Beispiel einen Cup gewinnen wollt und irgendwie viel Preisgeld mitnehmen wollt, dann ist es natürlich so, dass ihr vielleicht nicht unbedingt creative irgendwelche Retakes oder so die ganze Zeit üben sollt, sondern das solltet ihr vielleicht eher üben, wenn ihr zum Beispiel gegen euren Freund gewinnen wollt im 1-on-1 oder im 1-on-1 Wages, sei es im ganz normalen Midgame 1-on-1s oder in Boxfights. Und was ich dann dazu noch sagen wollte, ist, dass man immer die Motivation beibehalten sollte. Es ist normal, dass man vielleicht mal einen Edit joke und deswegen dann vielleicht sogar, ja, die ganze Runde hin ist. Aber auch in 1-on-1s, wenn zum Beispiel der Gegner 10-mal und 20-mal hintereinander sogar gewinnt, gebt nicht auf, ihr müsst immer motiviert bleiben und probieren, jede Runde wirklich von neu zu starten und das, was passiert ist und was mal war, komplett zu vergessen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, weshalb ihr überhaupt auf dieses Video geklickt habt, was euch denn überhaupt dazu motiviert, besser zu werden in Fortnite. Mich persönlich motiviert es natürlich dazu, erstens, um immer besser competitive zu werden, sowie natürlich auch euch immer Tipps und Tricks geben zu können, weil ich meine, wenn ich besser werde, werdet ihr logischerweise dann irgendwie ein Stück weit auch besser, wenn ihr meine Videos guckt. Und mich würde es deshalb dann natürlich auch interessieren, was eure Motivationen sind. Jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Tipp, und zwar sind es die Routinen. Ich meine, jeder muss eine bestimmte Routine, einen bestimmten Trainingsablauf haben, um überhaupt besser zu werden in Fortnite, weil wenn der so sehr variiert und man immer was anderes macht und nicht wirklich das trainiert, was man auch wirklich vielleicht noch nicht so gut kann, dann bringt es gar nichts. Ich habe dann auch schon ein sehr ausführliches Video gemacht zum Besserwerden in Fortnite, was so ähnlich ist wie das hier, aber ich habe dann noch verschiedene Trainingsmethoden vorgestellt mit ein paar guten Maps. Das Video ist, ich glaube, jetzt schon 2-3 Monate alt, aber es ist eigentlich noch ziemlich gut und ich verlinke es auf jeden Fall mal hier bei diesem i. Und genau, falls ihr noch nicht wirklich so eine Trainingsroutine habt, dann könnt ihr mal so mit diesen starten und dann werdet ihr schon sehen, dass ihr mehr und mehr und mehr individuelle Routinen für euch finden werdet. Wenn ihr Lust habt, kann ich natürlich auch dazu noch ein anderes Video machen. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, falls euch diese Routinen, die ich da vorgestellt habe, jetzt nicht irgendwie reichen. Aber wie gesagt, das kommt ganz von alleine. Also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, falls ihr jetzt irgendwie noch nicht wirklich wisst, was ihr wirklich gut könnt oder was ihr gut könnt und was nicht so gut. Das werdet ihr Stück für Stück auf diesen Trainingsmaps merken. Und irgendwann mal wird es auch so sein, dass ihr gar keine Trainingsmap mehr braucht, sondern ihr geht einfach auch in irgendeine Creative-Welt, crackt ein paar 90s am Anfang, dann macht ihr die Edits während der 90s, dann macht ihr ein paar Retakes automatisch, gewöhnt euch ein paar Retake-Ketten praktisch an und dann läuft es auch schon. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Tipp. Ein wichtiger Tipp, den habe ich auch schon in mehreren Videos erwähnt und for real, mir bringt er so viel und ich kann ihn wirklich nur weitergeben und empfehlen. Es ist tatsächlich, viele Leute auf Twitch zu abonnieren, also zu followen. Ihr müsst sie nicht abonnieren, ihr müsst nicht reinsaben, bei mir könnt ihr das übrigens tun. Jeden Tag 19 Uhr auf Twitch, ihr wisst Bescheid. Nein, aber den Leuten zuzuschauen, die wirklich, wirklich was drauf haben. Ich meine, es muss nicht auf Twitch sein, es muss nicht live sein, es können auch einfach Videos sein. Es können Leute sein, die wirklich hoch in Cups placen, wenn ihr natürlich Preisgelder gewinnen wollt und wirklich das eure Motivation in Fortnite ist, um besser zu werden. Dann würde ich mir wirklich solche Leute angucken, dann könnt ihr nämlich von denen viel, viel, viel mitnehmen. Da könnt ihr viele Techniken, viele Methoden, wie sie vielleicht einen Gegner killen, mitnehmen. Und das dann vielleicht für euren Spielstil dann auch anwenden. Allein schon durch dieses Video gucken trainiert ihr mehr als ihr denkt, weil das Ganze bleibt ihr irgendwie nur im Kopf gespeichert. Und dann, wenn ihr das selbst übt, dann macht ihr das vielleicht irgendwie unbewusst mal und könnt es dann vielleicht in eine
Retake-Kette zum Beispiel mit aufnehmen, wenn ihr zum Beispiel euren Gegner mal im 1-on-1 schlagen wollt und dafür jetzt trainiert. Wenn ihr besser werden wollt in Cups, dann kann ich euch zwei Leute empfehlen. Einmal Robnik und einmal Flo Magican. Die verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Die machen gutes Gameplay, da könnt ihr auch mal reinfolgen. Sind echt nette Kollegen. Dann kommen wir auch schon zum vierten Tipp. Und diesen Tipp habe ich auch schon sehr oft erwähnt. Aber Leute, ich kann ihn nur immer wieder wiederholen in meinen Videos. Und zwar geht es nämlich um die Analyse in Fortnite. Wenn ihr irgendeinen Fehler macht, dann dürft ihr den auch gerne mal noch zwei- und dreimal wiederholen. Aber dann sollte es irgendwann mal genug sein. Weil wenn ihr diesen Fehler nicht analysiert, nicht überlegt, okay, was habe ich denn konkret falsch gemacht und das nicht versteht, dann ist es natürlich so, dass dieser Fehler auch öfter als zwei, dreimal mal wieder vorkommen kann. Eine gute Methode ist natürlich, das Ganze aufzunehmen und dann, wenn man was falsch gemacht hat, einfach das Video zu stoppen, anzuschauen, okay, wieso habe ich jetzt diesen Edit gechoked, hey, woher hat er mich gesniped, stand ich irgendwie falsch, etc. Oder natürlich sich einfach den Replay-Mode in Fortnite zu gönnen. Und da kann man natürlich auch sehen, wo der Gegner stand und alles. Das ist natürlich dann noch besser. Das empfehle ich auch. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr hilfreicher Trick, den man hier anwenden kann, um natürlich auch zumindest Fehler wegzubekommen. Denn wenn man weniger Fehler macht, wird man automatisch besser. Macht Sinn, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so jetzt mal ohne Analyse denkt. Okay, was könnte ich denn immer falsch machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich persönlich kann euch auch mal einen Fehler von mir nennen. Und zwar, ich bin oftmals im High oder wenn ich mal im High bin, dann ist es so, dass ich auf die Gegner wieder runterspringe, weil ich sie boxfighten will. Und dann ist es irgendwie so, dass ich clean werde, weil ich dann direkt wieder im Sandwich bin. Das passiert mir zum Beispiel auf dem Cup oder auf der Arena. Und das muss ich zum Beispiel üben, einfach mal ein bisschen gechillter zu spielen, gechillter die Situation anzugehen, abzuwarten, was passiert, zu gucken, okay, kommt jetzt wirklich keiner und aim mich ab. Das kann man davon, also da kann man sich nie wirklich sicher sein, aber man kann auf jeden Fall mal ein bisschen ruhiger spielen und nicht sofort reinpushen, weil das ist auch nicht wirklich immer intelligent. Jetzt noch ein Tipp, den kann man so, ja, ich würde sagen am Rand erwähnen, der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste, aber den, ja, kann man mal so im Hinterkopf behalten. Es ist so, dass, ja, jeder von uns, denke ich mal, ein Vorbild hat, was das Gaming angeht. Und wenn ihr zum Beispiel, ich nenne jetzt einen, den kennen wir alle, Benji, wenn ihr so spielen wollt wie Benji und ein paar Moves von dem feiert, dann rate ich euch tatsächlich, jetzt vielleicht mehr Gameplays, mehr Streams von ihm zu gucken, damit ihr automatisch vielleicht auch diese Moves von Benji verinnerlicht und ja, auch vielleicht noch schneller lernt, so wie Benji zu spielen, also die Moves zu machen. Damit meine ich nicht, ihr sollt so werden wie Benji. Das ist auch sehr schwierig, weil jeder Spieler ist auf seine eigene Art und Weise individuell. Aber die Moves zu machen, die Benji macht, weil ich meine, er ist nun mal momentan, auch sagt der FNCS-Kampf, ich meine, der wurde zweimal hintereinander Erster, ist so, dass man den sich auf jeden Fall als Vorbild nehmen kann und wenn man ein paar Sachen abgucken kann, ist es immer gut. Und deshalb finde ich das jetzt auch nicht unbedingt einen schlechten Trick, dass man sich einfach mal vielleicht etwas intensiver mit solchen Leuten auseinandersetzt, die wirklich gute Moves machen, die wirklich in dieser Szene sehr bekannt sind, die vielleicht diese essentiellen Moves machen, die vielleicht viele mal vergessen oder nicht als relevant ansehen. Deswegen, genau, das nochmal am Rande. Mein nächster Tipp an euch ist, dass man vielleicht nicht immer alleine trainiert. Das kann man natürlich oft machen und oft ist es auch nötig, alleine zu trainieren. Aber manchmal ist es tatsächlich schon nötig, dass man vielleicht mal einen Trainingspartner hat, um bestimmte Sachen eben zu verinnerlichen, ein paar Sachen zu wirklich intensiv zu trainieren. Ich persönlich sehe auch sehr oft auf meinem Discord, dass viele Leute nachfragen. Und deswegen, falls ihr vielleicht so diese Methoden eben anwenden wollt, mit einem Trainingspartner oder halt einfach was anderes trainieren wollt, dann geht auf meinen Discord oder auch hier in die Kommentare und schreibt einfach rein, dass ihr einen Trainingspartner sucht, um bestimmte Sachen zu trainieren, einfach vielleicht ein paar One-Ons zu machen. Leute sucht auf eurem selben Niveau, damit ihr immer und immer besser werdet. Das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig, finde ich, weil wenn man allein die ganze nur rumbaut, dann kommt man ja nicht wirklich in diese Ingame-Situation. Und da ist es schon ganz gut, dass man vielleicht noch jemanden hat, der vielleicht auch einem Tipps geben kann, weil von außen schaut das natürlich auch immer anders aus, ne? Mein nächster Tipp an euch geht an die Fortnite-Anfänger, aber vielleicht auch Amateure. Und zwar, dass ja, man sich vielleicht nicht selbst so überschätzen soll in den Tournaments oder auch in Arena in den ersten Runden, wenn alles noch sehr einfach ist. Wenn man sich dann irgendwann mal auf einem bestimmten Wert einpendelt und nicht mehr wirklich nach oben kommt. Da muss man wirklich Ruhe bewahren, ein bisschen chillen, vielleicht mal Arena schließen, nicht Arena durchsuchten, weil dann geht es dann meistens eigentlich eher nur noch bergab als bergauf. Dass man das Ganze wirklich ruhig angeht, auch vielleicht andere Tipps und Tricks, YouTuber, muss ja nicht unbedingt ich sein, anguckt und mal sich die Sachen anhört, die vielleicht andere sagen, damit man vielleicht genau die Fehler, die man dann macht, weshalb man nicht mehr raufkommt, vermeiden kann. Ich kann natürlich meinen Kanal empfehlen, weil ich halt meine Videos kenne, aber es gibt wie gesagt andere natürlich auch, die sowas machen wie ich, aber falls ihr den Content feiert, dann würde ich mich natürlich über ein Abo und ein Like auf diesem Video mega, mega freuen und
Genau, wollte ich nur mal ganz kurz zwischendrin noch erwähnen für die Leute, die es vergessen haben. Der nächste Tipp, damit ihr euch ein bisschen motiviert, könnt ihr natürlich auch jede Woche oder jeden Monat mal so ein bisschen gucken in den Replays oder vielleicht auch einfach, wenn ihr vor den aufnimmt und die Möglichkeiten habt, vielleicht ein paar Clips zu machen, egal auf Konsole oder halt eben auf dem PC. Einfach mal zu schauen, okay, hey, was habe ich denn letzte Woche oder letzten Monat vielleicht irgendwie noch nicht so gut gemacht, was ich jetzt besser kann. Und das ist vielleicht auch nochmal so dieser Push, um noch motivierter zu werden, um noch besser zu werden in Fortnite. Und ja, mir persönlich hilft tatsächlich sehr, wenn ich meine Videos gucke, also ich nehme logischerweise Fortnite auf, wie sicher meine Videos, und ich mir die Hintergrund-Gameplays anschaue und sowas. Oder auch zum Beispiel die Stream-Wiederholungen, die ich mache, übrigens um 19 Uhr immer, schaut vorbei. Da ist es tatsächlich so, dass mich sowas schon sehr, sehr pushen kann. Und das kann ich deshalb auch natürlich nur weitergeben. Und jetzt noch der allerletzte Tipp, den ich hier sagen kann. Und zwar geht es nämlich um, ja, das konstante Trainieren und das konstante Spielen. Ich meine, das kennt ihr doch auch vielleicht von der Schule oder sowas. Wenn man mal aus dem Lernrhythmus raus ist, dann ist es immer schwieriger, wieder reinzukommen. Das kann ich einfach nur weitergeben. Jetzt auch in Bezug auf Fortnite-Training, auf Fußballtraining, auf jegliche Trainingsart. Das ist absolut egal, um was es geht. Man muss immer diese Routine beibehalten, die ich auch schon bei einem Tipp davor genannt habe. Man muss konstant trainieren, man muss jeden Tag dranbleiben oder halt jeden zweiten Tag. Aber wenn ihr jeden zweiten Tag dranbleiben wollt, dann dürft ihr halt auch nicht eine Woche dann zwischendrin wieder Pause machen. So werdet ihr auch nur besser in Fortnite. Ihr müsst Zeit investieren in dieses Spiel, falls ihr das wirklich wollt. Und ich meine, ich denke mal, dass ihr das wollt, sonst hättet ihr nicht auf dieses Video geklickt. Irgendwo müsst ihr bedenken, dass man dafür Zeit in Anspruch nehmen muss. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, euch haben diese 10 Tipps gefallen und auf jeden Fall auch weitergeholfen. Deswegen, ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit meinen Videos euch helfe, besser zu werden in Fortnite. Haut rein und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann, haut rein, ciao. Girl, you're so fine and everyone knows and you gotta glow. I gotta go, I gotta show you how to be treated like you made of gold. I'll take you higher like I made a toast so it doesn't fall down like...